Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Hallo, dann herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist mit dem Exios wieder mal hier am Stissel. Nach längerer Zeit. Und wir haben da wieder schön was Yu-Gi-Oh! Tag gehabt und sowas, total toll. Und wir haben was Tolles gekauft. Was ist das überhaupt? Das ist irgendeine Special Collection. Man hat es wahrscheinlich schon in anderen Unboxings gesehen. Es sollen angeblich ganz gute Karten dabei sein. Dran sein, ja. Dran. Aber, wenn man halt mal so guckt, es gibt halt zwei verschiedene Boxen, die man sammeln kann. Mit verschiedenen Box-Designs. Aber das Design sieht einfach am geilsten aus mit der ganzen Keramik, mit den Keramikmotiven der Monster. Ich weiß nicht, ob Monster dabei sind oder ob das einfach nur so dafür da ist. Ja, und Wir lassen uns überraschen und ich schneide es einfach mal auf. Ja, ich schneide es mal auf. Hier, vor der Kamera. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht schneide. Guck, die ganze Zeit so komisch, dass es aussieht, als wenn es voll unscharf wäre, aber es ist alles voll scharf. Oh, so scharf. Axel, du bist voll scharf. Also, nur in der Kamera. Ich hoffe. Also noch original Konami-Verpackung. Heute frisch geprobt. Einfach mal so, als Spontankauf. Ja, total unnötig. Na, wie man sieht, sieht man nichts. Sind man halt ein bisschen, ne? Boosters dabei. Man hat auch hier wieder so eine kleine Spielanleitung. Diesmal ein bisschen größer geraten als sonst. Na, wo alles so drin steht, falls man wieder Neuanfänger ist bei Yu-Gi-Oh! Dabei hat man richtig coole Hüllen. Kartenhüllen, das sind ungefähr 25 Stück, glaube ich. Dürften ungefähr für ein Extra-Deck reichen. Ja, bis zu 15 Karten kann man bei Extra-Deck reinmachen. Ansonsten ist das... Die Hülle kann man, die Pappe nimmt man raus und dann kann man das super auch noch als Aufbewahrungsbox benutzen. Richtig, also ist schön, stabil. Drin sind Judgment of the Light Booster. Haufenweise. Und extra Karten-Dinger. Oh, und Promokarten. Die machen wir zum Schluss auch, würde ich sagen. Ja, die Promos halten wir uns noch auf. Wie viele haben wir denn hier? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Würde ich sagen, machst du 5, ich mach 4. Ja, dann machst du halt noch die extra Dinge hier. Und dann mache ich noch die extra Karten, die Promos. Gut, meine Freunde. Gut. Fangst du an? Dann fange ich einfach mal an. Ja, die lassen sich so schön aufmachen. Allein dieses Geräusch. Ja, ich mach fast einen dicken, ey. So, mal schauen. Bojingi-Waage. Senkrechtlandung. Lol, ein Löwe mit einem Raketenkörper. Chill. Oh ja. Bojingi-Schildkröte. Bojingi, habe ich noch nie was von gehört. Bojingistan. Was haben wir hier? Korrumpierte Schlüssel. Sternserabweiser. Bojingi Wolf, Sargasso, das DD-Schlachtfeld und Superverteidigungsroboter Aff. E. Aff, nee, nur Aff. Okay. Das ist wie bei Professor Eich, da hat man auch das E vergessen, ne? Eiche, ja, nee, ist klar. So. Soll ich jetzt eins machen? Ja, wir können auch alles nacheinander machen, mir ist das egal. Ja, sonst hätte jeder zwei oder sowas. Gut, dann mache ich jetzt den nächsten hier. Lassen sich sehr schön öffnen. Sargasso Leuchtturm. Ich komme ein bisschen näher. Sargasso Leuchtturm. Mecha Phantom Ungeheuer Koltflügel. Okay. Limitdrache Schwarzschild. Nice. Bujing Gläubig. Ich glaube, da kann man ein richtiges Deck draus machen. Ne? Erzunterwäldler Kavallerie. Schwarz-Weiße Welle. Schattenhorror Ghoul. Grümpel-Klingenkämpfer und der Kalibrator. Okay, warum auch immer. Ja, das ist gut. Es gibt schon komische... So, apropos, warte mal. Ich hab was vergessen.
Sonst jammern gleich wieder alle ganz toll. Dann kommen wir zum nächsten. Genau, er reißt schon wieder die ganze Dekoration ab. Vor allem Dekoration, es gibt gar keine Dekoration hier bei mir zu Hause. So, da haben wir hier einen Drehaugen-Schlagzeugdrachen. Überschallknall. Bojing-gläubig. Noch ein Superverteidigungsroboter 11. Das kann ich nicht lesen. Reisebus in die verbotenen Reiche. Und ein Super Rare. Und ein Stern. Was? Sternenlehnsherr Galaxion. Nice. In Super Rare. Des Weiteren ein Bujin Insignien das Schwert. Ne? Fechtendes Feuerfrettchen. Oh, das ist voll cool. Und Kuya Kuya Ku. Kuya Kuya Ku. Irgendein V. Irgendein V. Na, auf jeden Fall meine Super Rare. Mal was anderes. So, und um das Ganze jetzt zu beschleunigen, macht jetzt jeder einfach mal zwei auf. Ja, mehr Gefühl. Das sind eh nur noch zwei Stück bei mir. Ja, ich hatte alle drei und dann mache ich die restlichen Dinge an. Picken! Ja. Senkrechtlandung. Stern-Seraph-Speer. Chip, Chip, Chip. Verteidigomate. Eine Konfrontation mit dem C. Diese C-Karten, die sind absolut komplett komisch. Ein Exis-Agent, Bojingi-Wolf, Schatten, Horror, Irrlicht und Magidolch, Kykolade. Deutsche Scheiße, Alter. Diese Bojingi, da kannst du wahrscheinlich richtig geiles Deck rausbasteln. Da muss man gleich mal in Ruhe durchräumen. So, dann machen wir nur das. Kommt mir schon die erste Karte entgegen. Bojingi Ophidian, ein Superverteidigungsroboter Löw, Exis-Empfang, Umkehrbrille, noch ein Erzunterweltler Kavallerist, Exis-Tausch, schwarz-weiße Welle, Gerümpelklingenkrieger und Superverteidigungsroboter Aff. E. Leider nichts Besonderes. Ich bin dran. Und zwar jetzt müsst ihr ganz lange mit mir zurechtkommen. Also, wir machen die Jungfernhäute, stehen wir zur Seite, breiten die Beine aus und passen tief rein. Und schon ist das Video ab 18. Bruderschaft der Feuerfaust Karibu, Überschallknall, Bojingi-Schildkröte, ich glaube, das muss man sich mal gleich, Superverteidigungsroboter Elef, ein Erzunterwäldler Thronherrin und C100. Willst du mich verarschen? Den haben wir heute getauscht. Ja, ist doch gut. Ja, wir haben haufenweise Karten dafür hergegeben. Verdammte Hacke, Schattenhorror, Irrlicht. Superverteidiger, Roboter, Aff, Exits, Rachewechsel. So ein Scheiß. Den haben wir getauscht, oder was? Ja, den haben wir jetzt schon. Haben wir extra einen riesen Stapel für hergeblecht. So ein Blödsinn. Jetzt ziehen wir den Arsch auch noch. Okay. Nächste. Das kann ja keiner wissen. Naja, dann können wir dem, falls der gut ist, ja einen ins Deck wenigstens schmeißen, falls einer haben will. So, jetzt haben wir hier den Superverteidigungsroboter Löwe. Hi Cäsar. Nice, der sieht cool aus. Ein Schattenhorror Unform. Ein Mecher Phantomungeheuer Traliburan. Glaube ich zumindest. Oh, Secret Rare, die Welt der Prophezeiung. Nice. Fechtendes Feuerfrettchen, Feuerfrettchen, Schattenhorrorghoul, Sargasso, das DD-Schlachtfeld und Mecha Phantom und Herr Hariland. Boah, wie ich das aussprechen will. Secret Rare auf jeden Fall mal Secret wieder. Secret Rare, nicely, shitty. Hi Cäsar. Ich bin nämlich gerade auch wieder im Wasserdeck. Also sobald ich ein Deck fertig habe, gehe ich gleich auf das nächste zu irgendwie. So, vorletzte. Und dann haben wir noch gleich die Promokarten, von der wir auch noch nicht wissen, was es ist. Schauen wir mal gleich. So. Dann haben wir hier Exits Empfang. Bojingi Ophidian, Bujing-Gläubig, Mecha-Phantom-Ungeheuer, Koltflügel, jetzt mal Kotflügel,
Bujingi Kranich, also ich glaube, die Bujingi, das werde ich mir mal ein Deck zusammenstellen, das scheint schon gut zu sein. Zauber-Recycler, Sternenseraph-Weiser, der Kalibrator, Bujingi Insignien, das Schwert. Hier haben wir leider nichts bekommen. Und das letzte. Also ich weiß nicht, Leute, also ich kann jetzt nicht natürlich auch vertun. Ich weiß nicht, ob man in dieser Box immer die gleichen Promokarten kriegt oder ob man unterschiedliche Promokarten kriegt. Ich weiß es gar nicht. Sternen Seraph Schwert, Eitler Betrüger, Sargasso Leuchtturm, Bruderschaft der Feuerfaust Karibu, Nummer 104 Maskerade, Eisprinzessin Cereort, meine Fresse, Feinstellerin Nefentes, Zauberrecycler, Fischburg Bogenschütze. Auf jeden Fall haben wir jetzt die 104 und die C104. Ja, und die haben wir beide schon. Fick dich. Ach, die normale 104 haben wir auch. Die haben jetzt getauscht, ich glaube schon. So, kommen wir jetzt mal zu den Promos. Gucken, was da so alles drin ist. Lässt sich genauso doll öffnen. Wie das auf jeden Fall ist mit den Promos, wie das Chico gerade schon angesprochen hat. Skyline, tut mir leid. Ja. Kann es wirklich sein, dass unterschiedliche drin sind? Auf jeden Fall sind 3 Stück drin. Es können unterschiedliche sein, es können aber auch dieselben sein. Weiß ich nicht. Schauen wir jetzt mal nach. Dann haben wir hier einen Erzunterweltler Kaiser, der obere Herrscher des Horrors. Nice. In Super Rare. Das fliegende C. Ich kann mit diesen C-Karten nichts anfangen, aber irgendwas müssen die haben. Und der Drachenschild, auch in Super Rare. Das ist also haben wir einmal jetzt, nee, zweimal Super Ultra Rare und einmal Super Rare am Stissel. Alles klar, gut, ja, habe ich nicht so ganz eingesehen. Ja, auf jeden Fall sind das die Promokarten. Ja, dann geht ja schnell mit dem Volz durch. Das Beste, was wir auf jeden Fall gezogen haben. Ja, die Welt der Prophezeiung in Secret Rare. Sehr nice. Die soll auch sehr richtig gut sein, soweit ich weiß. Dann haben wir noch die beiden Super Rares. Den Sternlins Herr Galaxion. Und Nummer C104. Schattenhorror. Bla bla bla. In Rare. Dann gehen wir jetzt mal ganz schnell durch hier. Nummer 4. Bujingi, bla 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 bla. Tja, und Promos habt ihr gerade gesehen. Das ist alles in diesem wunderschönen Pack drin. 9 Booster, Judgment of the Light. Dann nochmal, um nochmal genauer drauf einzugehen, das ist die Judgment of the Light Deluxe Edition. Hast verschiedene Boxdesigns. In dem Boxdesign ging es um 9 Booster-Packs Judgment of the Light, eine von 2 Voll-Vorschau-Karten. Ja, eine das sind von die, 2. Die man hier sieht. Das sind die Zauberkarten. Und die 2 Ultra-Rares. Die haben Drachenschild, das ist cool. Und ja, holt euch beide, wenn ihr alles haben wollt. Ansonsten, Judgment of the Light habe ich mich noch nicht so mit befasst, aber es scheinen gute Karten drin zu sein. Und von daher, ja. Ja, gut. Ja, dann schnippe ich gleich noch hinten drin ein Video mit unseren beiden jeweils neuesten Deck, wo wir gegeneinander kämpfen. Und ja, bis gleich. So, jetzt sind wir hier bereit. Mein Deck liegt zum Abheben für den Gegner bereit. Das ist Schwarzflügel gegen Weiße Drachendeck. Er benutzt das Schwarzflügel-Deck. Dreckdeck. Man sieht es so gesehen als kleinen Probedurchlauf heute. Ja. Das sind beides frische neue Decks, die wir zusammengestellt haben. Aber man hat mir schon einen dicken Fehler bei meinem Deck gesagt. Es sind zu viele Karten drin. Es ist halt aus den. Ja, hier. Hast du noch ein paar extra? Hast du hier hin? Ich muss abheben. So, wir heben ab. Karten wieder zurück. Ja. Also, okay. Wir haben hier eine super coole App für Yu-Gi-Oh! Damit können wir die Lebenspunkte zählen. Und jetzt muss ich... Du hast jetzt Kopf? Rechts drücken.
Zahl. Ich hab Kopf. Ja, dann hab ich Zahl. Ja, du hast auf jeden Fall, ich hab auf jeden Fall verloren. Also darfst du aus der Hand anfangen. Ich! Du. Ich fang an. Jetzt sind wir schön. Wir spielen mit 8000 Life Points. Ich werde mal gucken, ob ich das mit im Video hier irgendwo oben mit einschneide, damit ihr immer den Überblick habt. Und dann kann man ja einfach mal drauf losspielen. So, das fängt richtig geil an. Ich aktiviere Drachenschrein. Jetzt darf ich ein Monster von Typ Drache auf den Friedhof legen. Und wenn es ein normaler Monster ist, darf ich noch eins dahin schmeißen. Ich lege zwei weiße Drachen hin. Da haben wir den anderen. Danach nehme ich das Deck wieder. Ganz klar. Drachenschein ist erledigt. Dann rufe ich meinen Axtdragonaut. 2000 ATK. Und beende meinen Zug. Ja, dann fange ich einfach mal an. Aktiviere. Nein, aktiviere gar nichts. Ich beschwöre als allererstes meinen Schwarzflügel Shura die blaue Flamme. Aktiviere dran meine Zauberkarte Blitzeinschlag. Werfe mein Aurora auf den Friedhof. Um dann mit meiner Shura deine Lebenspunkte direkt anzugreifen. Verliere 1800. 6200. Das hilft mir alles ja nichts. Nehme ich. Vierte, 1800. Die glänzenden Bohren. Angriffsmodus. Muss damit mein Zug beenden. So, dann bin ich dran. Dann aktiviere ich den Effekt von meinem Schwarzflügel Delphin der Rabe. Kann ihn ohne Tribut beschwören, da ich ein weiteres Schwarzflügelmonster auf dem Feld habe. Greife dann mit meiner Shura an, aktiviere Schwarzflügel Kolat der Mondschatten, um meine Shura 1400 Angriffspunkte zu geben. Verliere ich jetzt 1400, ja. Mir gleich 4 ATK. Und greife dann mit 2200 mit meinem Elfin deine Lebenspunkte direkt an. Damit habe ich noch 2600. Und du bist dran. Das ist doch scheiße jetzt. Nein, ich habe verloren. Ich habe verloren. Was kann ich machen? Ja, das macht doch nichts. Ah. Elfin der Rabe und Attacke. Ja, jetzt möchte ich euch erstmal, ja, ihr wisst ja, ne? Zwei weiße Drachen auf dem Friedhof. Polymerisation. Spiegel des Drachen und blauiger weißer Drache. Und hat seinen Ultradrachen gerufen? Ja, so ziemlich. Ja, es ging das ja jetzt nicht sehr lange, aber. War jetzt irgendwie scheiße. Das war richtig schlecht. Es geht aber bald wieder bergauf. Was soll das denn heißen? Gut, bedanke mich fürs Zusehen. Und ja, schaut auf jeden Fall mal bei den anderen Videos ruhig mal vorbei, vor allem bei meinem 50 Abo Special. Und ist der Notarzt. Ja, mir Notarzt, das ist sehr schön. Und ich muss mich nochmal bedanken für über 500 Klicks zu meinem ersten Let's Play Folge zu der Legende der Wächter. Hammerhart, 514 habe ich das letzte Mal geguckt, hatte es an Klicks. Ihr seid krank. Okay, ja. Lohnt sich. 20 bis 30 Euro, je nachdem, wo man es sich holt. Ja, 20 bis 30, 30 bis 40 Euro, je nachdem, wo man es sich holt. Neuen Booster, 40 Hüllen, Promokarten. Und man hat eine richtig schöne, stabile, coole Box. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal online.